Hi, ich bin Jonas vom Recording-Blog und heute zeige ich dir mal, wie ich es hinkriege, dass meine Chöre so klingen. So. Sag ich ja. Los geht's nach dem Intro. Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Video hier im Recording-Blog. Und ich werde ganz oft gefragt, wie ich meine Chöre, also meine Background-Vocals hinkriege bei den Songs, die ich selber aufnehme. Einige Leute hören immer mal wieder in meine Songs rein und fragen mich. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, ich gebe mir schon sehr viel Mühe mit den Vocals. Das heißt, ich singe sie sauber ein, so gut wie ich halt kann. Ich suche mir spannende Harmonien aus, die auch zum Song passen. Aber zum anderen gibt es natürlich auch auf dem Chorbus oder auf dem Background-Vocals-Bus gibt es auch das ein oder andere Plugin, was ich standardmäßig da benutze, was ich regelmäßig benutze. Und welche das sind, das zeige ich dir jetzt gleich mal in der Session. Danach gibt es wie immer die Frage der Woche und wenn dir dieses Video gefällt, dann würde ich mich freuen, wenn du mir einen Daumen nach oben gibst und mit einem Abo bleibst du natürlich auf dem Laufenden und wirst auch Teil der Recording-Blog-Familie. Also, jetzt schauen wir in die Session. Los geht's, auf geht's. Und dann sind wir schon in der Session und heute ist es nicht eine Session, sondern sogar zwei Sessions, die ich vorbereitet habe. Nämlich einmal Every Breath You Take, was ich neulich in einem Livestream aufgenommen habe. Da habe ich schöne Chöre, habe ich sogar live eingesungen. Wenn du das Video verpasst haben solltest, kannst du ja mal hier reinschauen. Da verlinke ich das oben. Das ist auf jeden Fall sehr interessant. Kann man sehen, wie ich das alles einspiele vor der Kamera live und dann danach auch die Chöre einsinge und das dann auch noch mische vor Ort. Und dann am Stück auch etwas ausführlicher, als das hier in so einem kleinen Video los ist. Und dann mal gucken wir am Schluss nochmal in den Rocksong, den ich die letzten Videos immer gemischt habe, wie ich da die Chöre gemacht habe. Das Prinzip ist dasselbe und wir schauen jetzt erstmal bei Every Breath You Take rein. Und im Moment klingt es so. Das Prinzip wird schon klar. Na, ist jetzt keine große Glanztat irgendwie. Aber der Chor klingt schon mal ganz ordentlich und ich habe dafür 6 Spuren eingesungen. Und zwar habe ich jede Stimme hier, wie ihr hier sehen könnt, gedoppelt. Ich habe hier einmal Chor 1 links rechts, dann Chor 2 links rechts und Chor 3 links rechts. Das sind halt 3 Stimmen, die ich eingesungen habe, jeweils gedoppelt und dann nach links und rechts außen gepannt. Keine große Magie, links und rechts außen gepannt. Alle sind jeweils nach außen gepannt. Ich habe auch keine Zwischenschritte gemacht oder sonst was irgendwie, da bin ich eigentlich kein Riesenfreund von. Dementsprechend habe ich die Pärchen dann hier halt angeordnet. Die tiefe Stimme habe ich hier etwas lauter gemischt, wie man hier sehen kann, auf plus 2,2. Dann die nächste Stimme etwas leiser und dann die dritte Stimme nochmal etwas leiser. Wir können ja mal starten kurz mit den tiefen Stimmen, dass ich die einmal anmache und dann schalte ich die anderen Stimmen dazu. Das klingt dann im Moment so. Na, 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 na. Na 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 na. Das sind die 3 Stimmen, die ich gemacht habe, immer jeweils gedoppelt. Dann gehen diese Stimmen also komplett auf einen Bus und der Bus heißt passenderweise Chor. Ich schreibe das K-O-A, alte Angewohnheit aus früheren Zeiten. Kann man auch anders schreiben, andere reden nicht vom Chor, reden vom Backing-Vocals. Die gehen auf jeden Fall bei mir auf den Bus und unbearbeitet, ich mache mal alles aus, die Sends und die Plugins, diese massig vielen Plugins, die ihr hier sehen könnt, mache ich alle aus und dann klingt das Ganze trocken. So. Na, na, na. Na, na, na. Und zur Erklärung, ich bearbeite die komplett gesammelt auf dem Bus. Das heißt, ich habe hier auf den einzelnen Spuren kein einziges Plugin drauf, wie ihr hier sehen könnt. Könnte ich jetzt durchsteppen, dauert aber zu lange. Auf keiner der Spuren ist irgendein Plugin drauf. Die werden alle gesammelt zusammen bearbeitet. Ich habe allerdings beim Einsingen darauf geachtet, dass ich ein bisschen mehr Abstand habe, als wenn ich ein normales Hauptvocal einsinge. Das heißt, wenn ich eine Hauptstimme einsinge, dann bin ich ungefähr immer so, ja, so eine Handbreit davon entfernt, ungefähr so 25, 30 Zentimeter vom Mikrofon entfernt. Und wenn ich Chöre einsinge, dann lege ich noch mal ein bisschen drauf. Dann habe ich nicht so viel Nahbesprechungseffekt. Ich meine, habe ich bei 25 cm sowieso schon kaum. Aber dann kommt so ein kleines bisschen mehr Rauminformation dazu noch, wenn man ein bisschen weiter weg steht. Und man muss nicht so sehr auf die Dynamik achten. Und vor allem, es wirkt dadurch, dass man weiter vom Mikro steht, wirkt es auch weiter hinter der Hauptstimme. Also ein ganz natürlicher Effekt, den man da hat, sodass man da auch nicht großartig fummeln muss. Dann habe ich Standard-Plugins verwendet, die wirklich jeder in seiner DAW drin hat. Das heißt, das geht natürlich nicht nur in Studio One, sondern in jeder anderen DAW auch. Hier haben wir einfach mal einen Equalizer und wenn ich den anmache, sieht man, dass der einfach nur einen Low-Cut hier hat. Eine kleine Absenkung bei knapp 700 Hertz und ein bisschen Anhebung hier für den Puderzucker obendrauf, wie ich es so schön nenne, damit es ein bisschen silbrigere Höhen kriegt. Und wenn ich den dazu schalte, klingt das so. Na, 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 na.
Ne, er räumt ein bisschen unten rum auf, nimmt ein bisschen in den miesen Mitten weg und gibt ein bisschen Puderzucker oben drauf. Also ganz simpel, wirklich kein großes Hexenwerk. Man muss es natürlich wissen, völlig klar, aber deswegen ist ja gut, dass ich es hier gerade sage, aber so kann man den Chor schon gut formen, wenn man ihn ordentlich eingesungen hat. Und dann habe ich als nächstes einen Kompressor drauf gemacht, aber auch der macht keine großen Sprünge. Der fängt nur so 1 bis 2 dB ab bei einem Nana. Das ist relativ gleichmäßig von der Dynamik. Das heißt, da musste nicht viel eingefangen werden. Hier könnt ihr das auch sehen. Also maximal 1,5 dB, 2 dB. Die habe ich ihm dann hier auf der rechten Seite auch wieder da drauf gegeben. Das heißt, der kommt auch ein bisschen lauter aus dem Kompressor raus. Hat mir auch ganz gut gefallen. Und dann kommt als nächstes aber schon eins der Dinge, die ich super gerne mache, nämlich auf die Background Vocals ein Delay drauf. Und das Analog Delay, das ist jetzt nicht megamäßig eingestellt. Das heißt, ich habe das hier auf der rechten Seite, kann man das sehen, habe das jetzt mit 8% nur dazu gemischt. Aber es gibt dem Ganzen ein bisschen Tiefe, ein bisschen Wiederholung, verlängert den Effekt von diesen Vocals und zusammen klingt es dann so. Na 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 na. Ne, es gibt so eine leichte Wiederholung, 2, 3 Wiederholungen dahinter, es kriegt schon ein bisschen Tiefe. Und damit das aber nicht nur bei diesen Delays bleibt, weil die sind immer sehr auffällig, wenn die so einzeln stehen, habe ich dem Ganzen noch über ein paar Cents einen Raum dazu gegeben, damit die Vocals einen kleinen Raumeindruck kriegen, damit die also nicht einfach trocken da stehen und ein paar Delays dahinter haben. Dazu habe ich hier auf diesem Bus das Ocean Way Plugin reingeladen. Ja, da habe ich jetzt mal richtig reingegriffen in die dicke Kiste, weil der Raum klingt wirklich geil. Geht aber natürlich auch mit jedem anderen Hall-Plugin, was einen schönen Raum, einen kompakten Raum anbietet. Und habe hinter das Ocean Way dann noch mit einem Equalizer aufgeräumt. Und auch hier kann man sehen, gerade den Hall habe ich hier im unteren Bereich aufgeräumt, in den Mitten schön leer gemacht und hier im oberen Bereich auch nochmal die Brillanz rausgenommen, damit er nicht so auffällig wird. Und wenn ich das Ocean Way dazu schalte, also das machen wir gleich mal zusammen mit den anderen Hall. Ich habe hier noch den anderen Hall hier dazu geschaltet. Das ist ein ganz normaler Raum, der oder eine Halle, die dann von Studio One angeboten wurde. Und die habe ich nur noch mal leicht komprimiert. Also auch da nichts Spezielles gemacht. Und ich nehme mal das Delay hier raus und dann schalte ich mal danach die beiden Räume dazu. Und ihr könnt mal hören, wie das klingt. Na, 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 ist ein Raum dazu. Na, 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 so ein bisschen Räumlichkeit dazu. Und jetzt die Halle. Na, 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 na. Und wenn ich jetzt das Delay noch dazu gebe, wird es schön hinten raus verlängert. Es schmiert auch so ein bisschen im kompletten Mix. Wir haben ja hier eine reine Akustikversion, das heißt, ich habe auch Platz gehabt für den Schmier und dementsprechend konnte ich hier das richtig schön fett auffahren mit dem Delay und dann mit den zwei, mit dem Raum und mit dem Hall dazu, um das schön fett zu machen. Und wir haben ja gerade schon mal reingehört, aber zusammen klingt es dann wie folgt. Ich kann auch mal die beiden ausmachen und dann mache ich sie danach an im Mix. Das klingt so. Also wie ich finde, gut gelungen. Und dass das Prinzip von diesen Plugins, die ich benutzt habe, also Equalizer, Kompressor, Delay und Hall, dass das auch in einem rockigen Song funktioniert, das schauen wir uns mal eben ganz schnell noch in einem anderen Song an, den ich hier vorbereitet habe. Das ist der Song, den wir die letzten Wochen schon immer angeguckt haben. Und auch hier waren ja hier unten die Chöre. Ich mache mal die Chöre direkt auf Solo. Also eingesungen habe ich sie genau, wie ich das gerade auch gemacht habe. Ich suche hier mal gerade. Da sind die Chorspuren. Und die sind genauso eingesungen und gepannt und nicht nachbearbeitet wie gerade auch. Auch 6 Spuren, 3 Stimmen gedoppelt. Und dann habe ich hier halt den Chorbus. Und auch hier sind im Prinzip die gleichen Plugins drauf. Wir haben hier, wenn ich mal reinzoome, einmal einen Equalizer, der ein bisschen aufräumt. Dann haben wir hier einen De-Esser. Ich habe hier bei dem Song habe ich Vocals, Nanana hat ja keine S's, da brauche ich keinen De-Esser drauf packen, aber hier habe ich so weit singe ich hier mit einem scharfen S und das musste ich einfach abfangen, also habe ich einen kleinen De-Esser drauf gemacht. Dann aber nur den Fat Channel, da habe ich nur den Kompressor gebraucht, also Equalizer, Kompressor und dahinter schon das Delay. Das gleiche Prinzip, wie ich es gerade bei Every Breath You Take hatte. Und wenn wir hier unten gucken, wenn ich hier mal runterzoome, dann seht ihr hier noch, da ist ein kurzer Raum, so wie gerade auch, ein kleiner Raum. Dann ein mittlerer Raum hier in dem Fall. Habe ich also nicht mit einer Halle gearbeitet, sondern mit einem mittleren Raum und habe dann noch ein Delay dazu gepackt. Wir haben hier einen Rocksong, wo die Background Vocals ruhig noch ein bisschen fetter und länger nachklingen dürfen. Deswegen habe ich das weniger mit einem Hall gemacht, weil ein Hall schmiert die ganze Bude zu. Das kann man bei einem ruhigen Song machen,
Sachen, wo man viele Lücken füllen muss, kann man das durchaus machen. Wenn der Rocksong da ist, dann lässt man einen Hall lieber weg und nimmt dafür ein Delay rein, weil das Delay ist punktuierter und schmiert den ganzen Mix nicht so zu, denn gerade bei Gitarren, wenn man viele drin hat, dann ist es schon schwierig, dass man da aufpasst, dass man nicht alles zuschmiert komplett. Also, auch hier Equalizer, Kompressor, Delay und Hall in gemäßigtem Maße und wie gesagt, hier an dieser Stelle, ich schalte das mal auf Solo, gibt es dann halt noch den De-Esser dabei und das klingt dann so. So weit. Ne? Und auch da kann man hören, dass ich mir beim Einsingen wieder eine Menge Mühe gegeben habe, ja, das mache ich ja fast immer und dass ich da auch am Arrangement geguckt habe, dass ich irgendwie eine coole Akkordfolge vor allem mit dem Abfall in der Harmonie reingesungen habe, da muss ich mir gerade mal selber auf die Schulter klopfen. Also mir gefällt es gut, aber das Prinzip ist klar, wie gesagt, Equalizer, Kompressor, Delay und Hall geschmackvoll eingesetzt und schon kriegt man die Chöre super integriert in den Song und das klang hier so und damit gebe ich dann auch wieder rüber zur Frage der Woche. Und dann noch ein kleines Stück. So weit, so weit, so weit. So viel also zu meinen Chören. Ich bin eigentlich relativ stolz auf diese Chöre. Mir gefallen die immer sehr gut. Klar, sonst würde ich sie ja auch nicht einsingen. Eigenlob stinkt, oder? Kommen wir zur Frage der Woche, die kommt heute von Norbert und Norbert fragt, ich habe noch eine kurze Frage. Ich kann das gesamte Soundtoys Bundle mit 20 Plugins für 249 Euro bekommen. Würdest du mir empfehlen, das Bundle zu kaufen? Zum Beispiel wegen Echo Boy und Decapitator? Danke und lieben Gruß, Norbert. Lieber Norbert, die Frage, die kannst du dir wahrscheinlich nur selber beantworten, denn es gibt ja zwei verschiedene Grundszenarien. Zum einen, du hast eine nackte DAW, hast dir noch nie ein Dritt-Plugin gekauft und hast jetzt mal Lust auf ein paar neue Sounds und ein paar neue Inspirationen durch Plugins, dann würde ich sagen, ja, 20 Plugins, 249 Euro, das kann ein gutes Angebot sein. Decapitator ist ja auch ein Plugin, was ganz oft genutzt wird, auch in Tutorials gezeigt wird, gerade bei Drums wird das zum Beispiel gerne benutzt. Und der Echo Boy hat bestimmt auch einen coolen Sound auf den Vocals. Hast du aber schon eine ganze Menge Plugins, so wie ich, und bist du auch schon mal auf die Plugin-Werbungsfalle reingetappt, wie ich so oft, und hast da Unmengen an Geld schon versammelt und hast einen riesen Berg an Plugins, dann würde ich eher sagen, spar dir das Geld, denn bei mir ist das Problem, dass ich bei dem riesen Haufen an Plugins, den ich habe, am Ende des Tages maximal 5 oder 10 Stück von denen gebrauche. Bezahlt sind sie alle, das Geld ist auch für alle weg, aber benutzen tue ich am Ende des Tages dann doch nur ganz wenig. Oder noch schlimmer ist es, wenn du dir ein Plugin, so wie ich damals den Empirical Labs Fetzo, habe ich mir damals für die UAD gekauft, wenn du den kaufst und du verstehst nicht so richtig, wie das Plugin funktioniert, dann benutzt du es nicht so oft, weil du nicht so viel Vertrauen hast und dich damit auch nicht auseinandersetzen kannst oder vielleicht auch noch nicht das Know-how hast, um dich damit auseinanderzusetzen. Und bei mir bedeutete das, Plugin Kauf für 249 Euro, genauso viel, wie du jetzt hier für 20 Plugins ausgeben würdest. Und ich habe es 5-mal eingesetzt, habe nicht verstanden, wie es funktioniert, dann frustriert zur Seite gelegt, vergessen und mittlerweile, ja, ich müsste mich mal wieder hinsetzen, damit auseinandersetzen. Viele benutzen das, wahrscheinlich sollte ich das mal machen. So geht es mir aber mit ganz vielen Plugins in meiner Sammlung und deswegen würde ich eher sagen, hast du schon viele Plugins, spar dir lieber das Geld und kauf dir vielleicht ein Buch über Mixing davon oder guck dir ein kostenpflichtiges Tutorial bei den Kollegen an, die Tutorials machen oder Mixes aufbrechen, wo man viel, viel lernen kann oder geh mit dem Geld auch einfach mal mit deiner Süße was essen. Ist doch auch ein schöner Abend. Das Geld ist auch weg. Du vermisst kein einziges Plugin in deiner Liste, weil du sowieso den Überblick verloren hast. Und drittens hast du noch einen Riesenabend. Also von daher auch das eine gute Variante, 249 Euro einfach mal anzulegen. Wie geht ihr mit eurer Plugin-Sammlung um? Schreibt es mir unten in die Kommentare, schreibt es uns unten in die Kommentare, denn ich bin sicher, dass alle Leute, die jetzt hier einschalten, auch irgendwo so ein kleines Faible für eine Plugin-Sammlung haben, aber bei weitem nicht mehr den Überblick über alles haben, was in dieser Plugin-Sammlung tatsächlich schlummert. Und wie viel setzt ihr davon ein von diesen Plugins, die ihr tatsächlich mal irgendwann gekauft habt. Schreibt besser nicht rein, wie viel Geld ihr versenkt habt, weil dann ist der Frustfaktor für euch und für uns alle noch viel, viel größer. Ich hoffe, ihr diskutiert fleißig unten drin und wir sehen uns dann nächste Woche wieder zu einem weiteren Video hier im Recording-Blog. Bis dahin wünsche ich vom Guten nur das Beste. Macht's gut und Yassas.